Hallo und ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel relativ gut überstanden und er war nicht sehr spektakulär, so wie bei mir. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe mehr oder weniger unfreiwillig die Offroad-Fähigkeit von meinem Kia Soul getestet. Wen es interessiert, dranbleiben. Ja, hallo zu meinem ersten Video. Nicht nur in diesem Jahr, sondern allgemein. Mein neuer Vorsatz für 2020 ist, einfach mal ein bisschen mehr Videos zu machen, anstatt von Blogbeiträgen, weil sie einfach mehr gelesen werden. Ja, mein Silvester war eigentlich sehr schön. Ich habe es in Eckerding am Campingplatz verbracht mit ca. 120 oder mehr anderen Camper. Ja, Campingplatz, Wiese, kalt, nass, viele Autos, sprich schlammiger Boden, Kia Soul e.V. mit Regalsystem und viel Werkzeug hinten drauf und Wohnwagen im Schlepptau mit 660 Kilo, Frontantrieb, keine so gute Kombination. Oh ja, bis dorthin hat alles relativ gut funktioniert, bis ich dann dort gestanden bin und nichts mehr ging. Weder vorwärts noch retour. Hab dann den Hänger abgekoppelt, das Auto irgendwo abgestellt und ein netter Nachbar hat mich dann, beziehungsweise meinen Hänger, mit dem BMW Allradantrieb rausgezogen. Auch der hatte leichte Probleme, aber hat relativ gut funktioniert dann. Ja, Silvester dann eigentlich sehr gut überstanden, ohne Feuerwerk, also von uns aus her. Rundherum war natürlich mehr als genug, bis 1 Uhr in der Früh. Ja, wie man es nimmt. Wir waren es nicht. Aber trotzdem schön anzusehen, Lagerfeuer, gut unterhalten. Und ja, heute dann gegen den späten Nachmittag, Hänger wieder angekoppelt. 5 Meter ohne Probleme gefahren, ab dann wieder nichts mehr. Danke nochmal an die 7 netten Mitcamper, die mich dann die restlichen 250, 300 Meter rausgeschoben haben, bis das Auto bzw. der Reifen wieder Grip hatte. Sonst müsste ich dort wahrscheinlich wohl zwangsübernachten. Ja, wie das Auto jetzt aussieht, sehen wir gleich. So, nun die Aufnahme von heraußen. Ich stehe jetzt, weil ich schon ein bisschen gefahren bin, beim neuen Interspar in Amstetten, wo die zwei Schnelllader und hier hinten noch so ein kleiner 22 oder 11 kW. Einmal 22, oh, mal schauen, was man sieht. Einmal 22 und unten einmal 11 kW. Ja. Also, nach der Offroad-Fahrt sieht das Auto eigentlich. Kann ich das so? Nein. Drehe mal umgeschwind. Hier sieht es ja noch relativ gut aus. Und eigentlich hat es mich überrascht, dass es nicht noch schlimmer aussieht. Schlimm wird es dann eigentlich, wenn man sich hier mal den Wohnwagen anschaut. Der hat nämlich links und rechts einiges abbekommen. Entschuldigung. Hinten geht er. Ja, und für alle, die sich aufregen, weil ich immer wieder quer parke bei den Schnelllader. Diesmal stehe ich so richtig. Also wenn jetzt da irgendwer durchfahren will, muss er in die Sperrlinie. Und auch wenn ich es tausendmal eigentlich schon dazu gesagt habe, wenn ich wirklich quer stehe, bin ich immer beim Auto. Wenn ich wirklich im schlimmsten Fall Hänger abkoppeln oder wegfahren oder sonst was. Das ist, ja. Ja, im Endeffekt war das erste Video von mir. Ich setze mich mal ins Auto wieder rein. Ja.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nur das erste Testvideo ist. Seid mir nicht böse, wenn die Qualität jetzt nicht die beste ist, wenn man irgendwo Ruckler oder sonst was drin hat. Wie gesagt, es ist mein erstes Video, ich mag es mit dem Handy. Habe jetzt nicht die spezielle, perfekte Kamera dabei. Ja, warum ich es hochkant mache, ist, weil ich es eigentlich für Facebook, für die Story vorbereitet habe. Und da geht es halt nur hochkant. Ja. Die anderen Videos, die ich eigentlich für YouTube vorhabe, sollten eh im normalen Querformat sein. Ja, somit wünsche ich euch noch ein gutes neues Jahr. Bleibt gesund und wir hören uns. Ciao.